Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es darum, einen Hoodie ein bisschen zu customizen. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, in diesem Video möchte ich gerne meinen eigenen Hoodie ein bisschen customizen. Ich werde den Hoodie auch am Ende des Videos an euch verschenken. Alles, was ihr machen müsst, werdet ihr am Ende des Videos erfahren. Aber ich habe hier quasi einen blanken Hoodie. Und dementsprechend möchte ich das Ganze so ein bisschen in diese Gallery Department Optik packen. Dafür habe ich mir Textilfarbe besorgt. Ich habe hier noch ein bisschen ein Messer und eine Schere liegen, um das Ganze so ein bisschen noch ein bisschen mehr diese Vintage Optik reinzupacken. Und werde den Hoodie so ein bisschen bearbeiten und ein bisschen mit Farbe verfeinern. Generell, ich zeige euch mal ganz, wie das Ganze in etwa aussehen soll. Ist das Ganze so gedacht, als wäre der Hoodie quasi für, ich sag mal, wenn man jetzt viel malen würde, Künstler ist etc. gedacht und man hat sowas immer wieder an. Also er soll so ein bisschen nach Malerei etc. aussehen. Also er hat überall so ein bisschen Farbkleckse. Das Ganze muss ich schauen, wie wir das machen. Ich habe das selber noch nie gemacht, aber ich habe bestimmte Vorstellungen. Und dazu werde ich noch ein bisschen die Ärmel verfransen und unten unten am Bund ein bisschen was verfransen. Hier oben ist schon ein bisschen was bearbeitet gewesen. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt und ich freue mich auch darauf, das Ganze dann für euch quasi dann am Ende des Videos auch zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, ich denke, das wird ganz nice. Und wir fangen jetzt mal an, damit den Hoodie so ein bisschen mit Farbe zu bekleckern. So Leute, das Ganze funktioniert ganz easy. Nicht wundern, der Hoodie ist natürlich jetzt nicht gebügelt. Aber ja, prinzipiell habe ich hier einfach meine Textilfarbe, das ist extra für Textilien gedachte Farbe, in verschiedenen Farben und den Hoodie. Und jetzt werde ich mal schauen, dass ich das Ganze so ein bisschen verteile, sodass das Ganze so ein bisschen harmonisch aussieht. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze wird. So Leute, ich habe den Hoodie jetzt so ein bisschen mit der Farbe bearbeitet. Ich habe das Ganze ähnlich wie diese Gallery Department Hoodies so ein bisschen, ja, mit so ein paar Farbklecksen nur, quasi verfeinern. Ein bisschen an den Ärmeln, an beiden Seiten, ein bisschen unten am Bund. Und jetzt geht es daran, das Ganze noch so ein bisschen zu distressen, den Hoodie noch so ein bisschen mehr Vintage zu machen. Und dann denke ich mal, war es das mit dem Video, so dass ich auf jeden Fall den an euch mit gutem Gewissen und ein schönes Piece weitergeben kann. So Leute, der Hoodie ist jetzt fertig. Ich habe, wie gesagt, gar nicht allzu viel gemacht, aber ein bisschen mit der Farbe rumgespielt. Oh, hier sind noch Reste. Muss ich noch wegmachen. Dass das Ganze so ein bisschen, wie ihr seht, ich bin noch ein bisschen eingesaut mit der Farbe an den Händen. Und dann habe ich den Bund noch bearbeitet an vielen Stellen. Das Ganze so ein bisschen Vintage-Optik zu verpassen, dass man damit so ein bisschen, quasi Oldschool-Hoodie hier oben an der Kapuze genauso. Und ich denke, der Hoodie ist auf jeden Fall sehr nice geworden. Ich würde ihn gerne euch jetzt anziehen, aber der ist, wie gesagt, noch frisch. Und das Ganze muss jetzt durchtrocknen. Ich hänge den aber jetzt nochmal auf den Bügel, sodass ihr da auf jeden Fall eine bessere Übersicht habt. Und dann, denke ich mal, bin ich hiermit auf jeden Fall fertig. So Leute, so sieht der Hoodie jetzt quasi fertig bearbeitet aus. Wie ihr seht, haben wir hier so ein paar Stellen, die bearbeitet sind. An den Ärmeln, Farbe, und dann haben wir hier oben an der Kapuze genauso ein paar Stellen, die bearbeitet sind, etc. Ist auf jeden Fall sehr nice geworden. Ich habe den hinten relativ blank gelassen, aber generell sollte es ja darum gehen, dass das so ein bisschen so einen künstlerischen Flair hat. Das Ganze so ein bisschen so wirkt, als würde man damit ja quasi gemalt haben, Kunst quasi erschaffen haben. So Leute, an der Stelle ist der Hoodie auch schon fertig. Wie gesagt, ich habe gar nicht allzu viel gemacht. Ich habe das Ganze relativ, noch human gelassen. Das darf natürlich auch nicht zu kaputt sein. Der Hoodie, ich möchte ihn ja auch nicht zerstören, sondern ich wollte ihn ja nur ein bisschen verfeinern. Wie ihr seht, Farbe ist drauf. Ich habe das Ganze, würde es euch gerne angezogen jetzt zeigen, aber es ist alles noch sehr frisch. Ich bin auch noch voller Farbe.
Und ich habe verschiedenste Sachen wie die Ärmel etc. hier oben in der Kapuze oder unten am Bund. So ein bisschen distressed, dass das Ganze so ein bisschen so ein Vintage-Flair hat. Natürlich ist der Pullover generell von sich an noch nicht aufgetragen, aber es ist ein sehr, sehr cooles Piece. Und das Ganze muss jetzt erstmal durchtrocknen. Ihr kennt das Ganze bei mir. Alles, was ihr machen müsst, eigentlich dem Kanal folgen und unten in die Kommentare Hashtag Gewinnspiel reinpacken. Und dann könnt ihr schon diesen Pullover hier gewinnen. Diesen Hoodie und ja, ich muss sagen, ist sehr nice geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird. Das Ziel war es, das Ganze natürlich so ein bisschen in diese Gallery Department Richtung zu kreieren. Aber ja, im Endeffekt kann das jeder mal machen. Alles, was ihr braucht, ist ein bisschen Textilfarbe. Ich habe dafür jetzt quasi eine alte Zahnbürste benutzt, die ich beim letzten Mal schon benutzt habe. Aber ihr könnt auch zum Beispiel auch einen Pinsel nehmen oder auch die Hände. Wäre auch sehr nice gewesen. Und natürlich eine Schere, weil ich habe das Ganze natürlich auch mit der Schere distressed. Würde ich euch sogar in dem Fall sogar ein bisschen mehr empfehlen, weil ich eigentlich die, ich sag mal, den Bund immer nur so ein bisschen abgeschabt habe, abgeschnitten habe und das Ganze sich dadurch geöffnet hat und dann diesen Vintage-Flair auf jeden Fall bekommt. Messer könnt ihr gebrauchen, braucht ihr aber an der Stelle eigentlich. Also ich habe es nicht gebraucht, müsst ihr selber entscheiden, falls ihr was machen wollt. Es ist eigentlich mit relativ kleinem Aufwand, könnt ihr euch sowas selber machen. Den Gewinner werde ich dann in Kürze auslosen, ihm den Hoodie dann zukommen lassen. Noch zur Info, der fittet so Richtung L, Richtung XL, auch wenn hier, ich sag mal, eigentlich M drin stand. Er ist sehr oversized geschnitten, das ist wirklich ein großes Piece und ich denke, ja. Auf jeden Fall für den einen oder anderen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, so ein Piece mal zu besitzen. Und dementsprechend, ja. Wie gesagt, lasst ein Abo da und ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Leute, wir sehen uns. Ciao. Peace.